Hallo und willkommen zu einem neuen Nicht-Dokkan-Battle-Video. Anlaufversuch Nummer 3, weil gerade ganze Zeit der Browser dazwischen gegrätscht hat. Hoffen wir, es klappt jetzt. Heute, wie ihr sehen könnt, wie gesagt, nicht bei einem Dokkan-Battle-Video, sondern bei meinem neuen, nennen wir es mal Format. Ich weiß noch nicht, wie häufig das kommen wird. Dementsprechend sind wir doch mal vorsichtig. Ich habe mir was einfallen lassen, was natürlich nicht nur ich mache, sondern auch viele andere. Aber ich wollte mit dem Jahr 2018 jetzt auch ein paar neue Formate bringen, ein paar neue Spiele, ein paar neue Sachen an sich. Und anfangen tun wir jetzt damit. Es wird natürlich auch FighterZ kommen und auch Spiele, die nicht wirklich das damit zu tun haben mit Anime, sondern vielleicht mal ein Fortnite-Stream, vielleicht mal PUBG, das haben wir schon gestreamt. Auf jeden Fall möchte ich viel mehr machen dieses Jahr, auch was Formate angeht. Und anfangen tun wir mit dem hier. Und zwar habe ich auf Twitter eine Umfrage gestartet, ob ihr denn wollt, dass ich mir mal andere Kanäle angucke. In dem Fall eure Kanäle, Anime-Kanäle oder Dokkan-Kanäle. Halt alles in der Richtung, was noch mit mir zu tun hat. Wenn sie wirklich gut sind und halt jetzt nicht mit Dragon Ball zu tun haben, gucke ich mir auch die mal an. CSGO zum Beispiel, ich weiß noch nicht. Und das mache ich jetzt. Ich weiß, ich habe selbst nicht wirklich so viel Abos, dass, glaube ich, ein Push helfen könnte. Ja, obwohl, das ist immer so eine Sache, aber... Naja, 7.500, vielleicht hilft es irgendeinem, vielleicht reicht es schon, wenn er 50 dazu bekommt, ich weiß nicht. Ich wollte mir einfach mal eure Kanäle so angucken, für was Neues dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie regelmäßig das kommen wird. Vielleicht jedes Wochenende mal, vielleicht alle 2 Wochen, vielleicht auch nur einmal im Monat. Vielleicht auch mal im Stream und dafür ein bisschen ausführlicher. Also der Kanal hat jetzt nicht so viel bis jetzt, deswegen ist es nicht so ausführlich heute. Ich weiß noch nicht den Rhythmus, aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir mit dem hier anfangen, weil der hat mir letztens, weil der Jute Digeta, Digeta nur mit D, hat mir auf Twitter geschrieben und hat gefragt, ob ich mir denn mal sein Video ansehen könnte, weil er meinen Rahmen benutzt. Ich wurde schon öfter angeschrieben, ob ich mir Videos ansehen könnte und das ist jetzt der zweite, wo ich es mir angesehen habe. Und ich es gut fand, wirklich gut fand. Der erste war Nexus, mit dem habe ich auch schon ein Video gemacht. Mit Digita kommt vielleicht auch noch eins, aber erstmal möchte ich ihn hier vorstellen. Und zwar in diesem Video halt. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, das habe ich mal vergessen. Genau, wie ihr euch denn hier bewerben könnt. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie komisch zu sagen. Chat unter das Video, einfach wenn ihr fürs nächste Mal mit dabei sein wollt. Seid euch bewusst, ihr könnt nicht immer drankommen. Vielleicht kommt ihr beim nächsten Mal dran. Ich gucke mir zwischendurch immer wieder Kommentare durch, auch von alten Videos. Aber das ist genug mit Gelaber. Wir haben die ganze Zeit drum gelabert, jetzt wegen dem neuen Format hier. Wir gucken uns jetzt den Kanal an von den Typen. Und zwar Digeta, Digida, wie auch immer das ausgesprochen wird. Die Probleme haben wir auch schon mit meinem Namen, Chani Chuni. Er hat bis gerade noch gestreamt, der hat sich jetzt beendet hier. Also sieht das jetzt anders aus ein bisschen. Er hat bis jetzt 3 Uploads nur. Was heißt nur, er hat halt angefangen vor einem Tag und hat schon 3 Uploads. Heißt, er ist daily geblieben bis jetzt, was ich schon mal sehr schätze. Allgemein finde ich es ja toll, wenn jemand Daily Videos macht. In Dokkan Battle ist das jetzt schwer, aber er hat hier er hat schon ein Dings gemacht, ein normales Event-Video, er hat hier ein News-Video gemacht, er hat hier ein Showcase gemacht. Es ist toll, wenn man Daily bleibt. Das kann man halt noch nicht sagen, wie lange er Daily sein wird, aber wenn man das schon mal schafft, ist das eine sehr gute Voraussetzung und so bleiben auch die Leute halt am Ball. Ist schon mal gut, dass er nicht mit Inaktivität punktet, was ich weiß, schwer ist, da es halt 3 Tage sind, aber ich möchte das trotzdem loben. Ich mag das nämlich, wenn man sich da ranklemmt und das auch versucht. Gehen wir zuerst mal auf die Kanalinfo. Gut, erstellt am 28.04. letztes Jahr. Existiert also schon ein bisschen länger, aber jetzt erst entschieden, Videos zu machen. Vielleicht auch die alten gelöscht, wer weiß. Keine Beschreibung des Kanals. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich aber eigentlich immer recht schön. Muss man aber nicht machen. Finde ich schade, aber muss ja nicht sein, ist jetzt meine Sache. Diskussion gibt es auch nicht, wir können einfach mal Hi schreiben. Diskussion ist eh so ein Feature, was kaum benutzt wird. So. Kanäle, hat er vielleicht noch andere Sachen? Nein, auch nichts. Aber wie es aussieht, hat er auch privat, was er geliked hat und was er abonniert hat. Ich glaube nämlich, das kann man manchmal sehen in Kanäle, was man halt abonniert hat. Und in Playlists sieht man, was man geliked hat, also... Nein, aber er hat Playlists erstellt zu den verschiedenen Formaten. Das sind jetzt, naja, doch, das kann man Formate nennen. Einmal zu den Events, zu den Dokkan Stages, einmal zu seinen News und einmal zu Showcases. 3 Playlists für 3 Videos. Also er versucht das wohl auch geordnet zu halten, das ist sehr schön. So kann man sich später auch besser zurechtfinden, wenn es mehr wäre. Stell dich mal vor, jetzt schon 60 Videos und wird dann was zu einem Event suchen. Dann kann man einfach einmal hier draufklicken, zack, und kann dann sich da durchklicken. Das ist viel einfacher. Wenn er halt daily bleibt, wären es halt schnell 60 Videos, ja. In 60 Tagen, stellt euch vor. So, Upload ist jetzt gerade noch einer dazugekommen. Das ist die Stream-Aufzeichnung, die ging eine halbe Stunde, 29 Aufrufe. So, gehen wir mal auf Videos an sich. Wie gesagt, er hat vor einem Tag... Moment mal, guck mal. Er hat angefangen am... 4.1., das war vorgestern. Das hier kam am 5.1. und das hier kam am 6. Ja, es ist Daily. Da steht halt nur 2 Mal vor einem Tag. Ich weiß nicht warum. Hat also geschafft, Daily zu bleiben. Und ihr seht schon, 200, 100, 63, 29. Es geht halt runter, weil das Video habe ich vor 2 Tagen, wie gesagt, schon auf Twitter geteilt. Mal kurz Pause.
Und auf meinem Discord, weil an dem Tag bei mir kein Video kam, habe ich halt gesagt, dass ihr euch das hier gerne ansehen dürft. Dementsprechend auch Yuzuki kommentiert, Nexus hat kommentiert. Habt ihr euch angesehen? Finde ich auch ultra nice, dass ihr schon durch Twitter-Posts euch irgendwie was ansieht, was ich schicke. Aber im Video wird es hoffentlich nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und gucken wir uns das Video mal kurz so an sich an. Ich bin mal ein bisschen leiser, damit man das auch hört. Moin Leute und herzlich willkommen, Digita hier, zu einem neuen Video oder eher zu meinem ersten Video. Weil ich hatte einfach die Motivation. Okay, Mikrofon hört sich super an. Ist meine Qualität, wenn nicht sogar besser. Ich weiß nicht, meine Videos kann ich mir nicht so oft ansehen, dass ich meine Mikroqualität raushöre. Es ist halt komisch, sich selbst zu hören. Auf jeden Fall hat er ein gutes Mikro. Qualität stimmt, also schon mal der Rahmen ist von mir gemacht. Heißt, er sieht nicht wirklich billig aus. Oh, das klingt richtig nach Eigenlob. Es ist kein Kackrahmen, würde ich sagen. Ich versuch's mal sozusagen, dass es nicht klingt, als würde ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Aber es ist halt wirklich kein allzu schlechter Rahmen. Er ist ja auch frei zur Verwendung, also darf er ihn benutzen. Er hat mir aber sogar geschrieben und hat mich, glaube ich, sogar genau in die Beschreibung gepackt. Absoluter Ehrenmann. Er zeigt dir vorher sein Team. So, jetzt habe ich genug ganz guten Damage gemacht. Aber ja, er zeigt sein Team und er erklärt es sogar. Geht in die Stage rein. Das ist ja... Er ist quasi auch durchgehend am Reden. Man hört kein Rauschen. Er schafft es, dieses Video durchgehend mit Kommentaren zu überbrücken. Das Einzige, was ein bisschen... Wieder typisch. Auffällt, ist, dass die Hintergrundmusik ziemlich leise ist, weil man hört ihn zwar reden, aber man hört in diesen Pausen, die halt Atempausen oder sowas sind, sonst nichts. Aber darauf wurde ja auch schon hingewiesen, das ist halt das erste Video. Hier, das habe ich unter anderem geschrieben, Hintergrundmusik. Ich glaube, das hat noch einer geschrieben. Nicht so nervös. Geile Videos. Stimme geil. Wenn ich Layouts angeht, bin ich zwar... Vielleicht habe ich es geschrieben. Auf jeden Fall, Hintergrundmusik fand ich ein bisschen leise. Vielleicht lag es auch an meinen Kopfhörern. Absolut verschmerzbarer Punkt, aber... So, er besiegt das Event. Beendet das Ganze sogar mit einem Summon. Und einer Abmoderation hoffentlich. In Vegeta Blue. Und so, Leute, das war's dann auch eigentlich schon. Ja, ja. Bis morgen. Ciao. Ciao, ciao. Sogar mit zwei Ciao's am Ende und einer Endcard, sage ich mal. Die habe ich früher auch benutzt, eine Zeit lang, aber hab's mir gespart. In Vegeta Blue. Er hat halt hier seinen Kanal und einmal das neueste Video drin. Nette Idee. Hatte ich früher auch, habe ich keinen Bock mehr drauf. Also zum Video schon mal gute Qualität bis Bombenqualität. Für das erste Video auf jeden Fall sehr gut. Und die Beschreibung. Mono INT Team, Ultimate Gohan, Dokkan Battle Deutsch. Okay. Er hat hier die Tags reingepackt, wie es aussieht. Das sieht sehr nach Tags aus. Können wir mal gucken, was die Tags an sich sind. Okay, Tags an sich hat er aber auch gemacht. Wird man nochmal besser gefunden, aber ist jetzt nicht so schön als Begrüßung. Dann der zweite Punkt, günstige Stones, hat eine Facebook-Gruppe verlinkt. Seite nicht gefunden, zeigt er mir hier an. Super. Okay. Solltest du überarbeiten vielleicht. Sein Twitter hat er verlinkt. Auch nicht gefunden. Okay. Und das Layout von Shiny, vielleicht werde ich ja gefunden. Ja, es lädt ziemlich lange. Ah doch, mein Link klappt, immerhin. Und Musik, Super Saiyan Daigoku Theme, hört man zwar nicht so doll. Hier hat er den Stich ein bisschen verkackt. Ich glaube, das sollte so eine Abtrennung sein und das sollte da drunter stehen. Spiel Dokkan Battle, viel Spaß beim Zuschauen. Das erinnert mich ziemlich an meine Beschreibung. Darf ich mal kurz vergleichen? Klicken wir mal. Ich glaube, ich habe auch diese Kreuze, kann das sein? Ja, XXX, Strich, okay. Ja. Also kann jetzt sein, dass er sich von meiner Beschreibung inspirieren lassen hat. Kann auch sein, dass er selbst auf die Idee nochmal kam. Sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Kann auch jeder machen, es ist nur eine Beschreibung. Das war das erste Video, das habt ihr euch schon ordentlich angeguckt. Beim zweiten ist er versucht, also hat er versucht direkt aktuell zu bleiben. Moin Leute und... Hat er mir ins Wort geredet. Und zwar hat er ein News-Video rausgetaucht zu den neuen Elia Vegeto-Medaillen, die man sammeln kann. Haben Osaru schon gemacht, hab ich schon gemacht. Aber sollen so viele machen, wie es geht, damit es auch wirklich jeder mitbekommt, ist halt richtig, ist halt eine News. Dann am Ende hat er wieder sogar einen Summon gemacht. Das ist eine ziemlich nette Idee. Und er hat hier sogar was eingebaut. Moment. Oh nein, jetzt. Ja, Frost. Ja, Frost. Ich finde die Idee nett, dass er am Ende immer einen Summon macht. Ich guck mal gleich im neuesten Video, ob er es da auch gemacht hat. Hey, sogar Sane hat kommentiert. So, ein News-Video ist natürlich auch super wichtig, dass man bei sowas aktuell bleibt. Dann ein Video zum Blue Vegeta, da hat er ein neues Layout bekommen, ich glaube vom guten Raoul, war das? Er hat kommentiert, oder? Hat jetzt hier nicht kommentiert gerade, zufällig. Links an der Seite Vegeta, passt sehr gut, ist halt 100% Teil, Thema des Videos. Wie bei mir, immer links an der Seite das Thema. Rechts Ultra Instinct, Like nicht vergessen, also das Prinzip von meinem übernommen. Aber halt mit einem Charakter, der ihm besser gefällt, Vegeta, passt. Dann zeigt er ihn auf verschiedenen Stages, nehme ich an. Ja, einmal in einer normalen Boss-Stage und einmal in einem Boss-Rush, wie es aussieht. Macht er am Ende wieder einen Summon?
Diesmal nicht, er hat aber auch 0 Stones. Naja, muss ja auch nicht immer sein. Aber auf jeden Fall ein schönes Showcase hat er auch gemacht und sogar seinen ersten Livestream zum Thema Dragon Ball Super, also auch ein bisschen was neben Dokkan Metal, wo insgesamt 29 Leute dabei waren. Für mich zum Start dieses Projekts ein ziemlich guter Kanal, wo ich natürlich hoffe, dass ihr ihn euch mal ansehen werdet, da er in der Beschreibung verlinkt ist. Also, es wird hauptsächlich wahrscheinlich um Dokkan Metal gehen, er meinte, er möchte, glaube ich, auch daily bleiben. Aber Dragon Ball Super wird er wohl auch öfters mal ansprechen, falls euch das interessiert, dürft ihr also auch gerne ein Abo dalassen. Falls ihr da ein Abo dalasst und kommentiert, dürft ihr gerne mal von mir grüßen und erwähnen, dass er in diesem Video war, falls du es nicht selbst siehst, Hallöchen. Und ich würde sagen, das war's mit dem ersten Vorstellungsvideo zu einem Kanal. Es ging jetzt doch länger, als ich dachte. Ich hätte echt gedacht, ich kann nicht so viel sagen darüber. Passiert. Wie gesagt, falls ihr auch mal rankommen wollt, falls euch die Idee überhaupt gefällt, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das überhaupt gefällt, das Format. Das ist natürlich am wichtigsten. Naja, es muss auch mir gefallen, aber ich hatte erstmal, ob es euch auch gefällt. Und zeigt es mit einem Like und einem Abo natürlich. Wenn ihr auch drankommen wollt, falls das weitergehen soll, schreibt mir in eurem Kommentar, dass ihr wollt, dass euer Kanal auch drangenommen wird. Es muss natürlich mit dem Kanal geschrieben werden, der drangenommen werden soll. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das beenden soll, weil es kein Dokkan Metal ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Metal Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Nein, das wollte ich nicht anklicken. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.